Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. Wir haben bisher einiges an Informationen gesammelt in Bezug zum Kopf der Schlange, wurden für einen Mord missbraucht und ich fühle mich ehrlich gesagt immer noch ein wenig benutzt. Jetzt müssen wir der Fuchs und der Jäger Arib finden. Dafür brauchen wir aber unser Eunuchenkostüm nicht mehr, sobald wir hier Fallverfolgen weg haben. Oder wir gehen einfach ins Inventory. Können wir einmal die Verkleidung wechseln? Meister-Assassin-Verkleidung. Das dürfte zu uns passen, das haben wir auch noch gar nicht gehabt. Oder wir wechseln die Montur. Eigentlich würde ich gern wieder als Jin ein bisschen unterwegs sein. Schließlich haben wir dafür ein wenig Geld bezahlt. So, hier einmal. Talisman. Den wechseln wir. So, Arib müssen wir finden. Die Frage ist, wieso? Hallo, ja, ich möchte den Fall verfolgen. Ah, sehr gerne. Fulat könnte mehr wissen. Ergo müssen wir erstmal zu Fulat. Dafür gehen wir am besten in die Richtung. Cool. Ja, Kernherausforderung abgeschlossen. Danke, Ubisoft. Oh, Units verdient. Das ist ja sehr schön. Das wollen wir hier gar nicht sehen. Wir müssen hier hin. Okay, das heißt, wir gehen in that way. So, die Richtung nehmen wir an. Ja, im Harem, ne, da waren wir als Eunuch unterwegs. Da wurden wir ziemlich missbraucht. Als Mordwaffe. Unwissend natürlich. Denn wir würden sowas nie unterstützen. Ja, der Frau kannst du einfach nicht trauen, ne? Die ist echt, das ist ja vollkommen egal, wie wir uns dabei fühlen, muss man ehrlich sagen. Das hat die nicht im geringsten, nicht die Bohne hat die das interessiert. Oh, was ist ihr denn da? Ist das ein Knochen? Es scheint auf jeden Fall sehr zäh zu sein. Also sie muss ganz schön dran ziehen, um da abzubeißen. Ich brauche deine Hilfe, Sadiki. So, mein Freund. Da müssen wir hin. Müssen wir das? Oh, was hast du da Leckeres? Dattelsaft. Oh, lecker. Das war auch das Leibgetränk von Farah. Ich glaube, die hieß Farah, ne? So, hier unten. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hup. Rein in den Obstbaum. So. Jetzt aber. Oh, hier können wir gleich wieder hoch. Hier können wir nichts weiter mitnehmen. Du wirst mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Oha. Beziehungsstress. Wollen wir da wirklich rein? Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub, ich ersuche ein Treffen unter vier Augen. Ein Sugar Daddy. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist, warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit, denn ich lasse ihre Tür bewachen.
Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie, vergrabt sie, tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Ja, also zur Postverwaltung. Alberne Spitznamen, geheime Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Das Gleiche habe ich auch gedacht. In der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst, Dichterin. Okay. Dasselbe habe ich nämlich auch gedacht, dass der denkt, wir sind Teil des Ordens. Uno momento. Ganz wichtig, du siehst aus, als hättest du es gar nicht nötig. Moment. Ja, genau. Bleib so stehen. Dankeschön. Wiedersehen. Sehr großzügig. Er hat es wirklich nicht nötig gehabt. Ach, was ein Gönner. Noch so ein Sugar Daddy in der Stadt Bagdads. So, zur Postverwaltung. Wie viele Scherben haben wir denn eigentlich? Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Spiel durch habe. Also hier die Main Mission irgendwann. Und habe immer noch nicht geguckt, was für eine geile Rüstung da eigentlich in dieser Grotte ist. Die Postverwaltung. Ich werde tun, was die Spitze machen. Nicht durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. Ja, aus dem Grund bin ich damals Postbote geworden. Durch die Post Fremder wählen. Moment, ich möchte das nur kurz lesen. Ein bisschen Bildung. War natürlich ein Scherz. Ich war nie bei der Post. Ich kann nicht mal lesen. Barit, Postsystem. Kalif Al-Mansur glaubte, dass der Abbasidenstaat auf vier Säulen stand. Gottesfürchtige Kleriker, Wachen, die den Schwachen halfen, ehrlichen Steuereintreibern und dem Barit. Ein umfangreichen System aus Kurieren und Spionen, welche die Treue aller anderen sicherstellten. Das ist ja wie bei der Stasi. Postwege, die von der Regierung eingerichtet und bezahlt wurden, existieren im Nahen Osten bereits seit der Königsstraße des Archimedenreichs. Sie waren ein grundlegendes Werkzeug zur Beherrschung eines Reiches, das sich von Marokko bis China erstreckte. Die Abbasiden übernahmen 750 dieses System und erweiterten es in den folgenden Jahrzehnten. Ihr Barit bestand aus Postwegen, welche zur Beschleunigung der Überbringung von Nachrichten und Befehlen in die Provinzen gedacht waren. 930 kleine Stationen im Abstand von 8 bis 10 Kilometern waren bereit mit Läufern, Reitern und Pferden ausgestattet, die jederzeit aufbrechen konnten. Nahrung, Wasser, Futter und alles, was die Kuriere benötigten, war stets verfügbar, um die rasche Informationsverbreitung zu gewährleisten. Dem System stand der Sahib al-Barit, Herr der Briefe, vor. Seine Aufgabe war es, dem Kalifen die wichtigsten Angelegenheiten zu melden, seine Befehle auszuführen und die Arbeit der Verwalter des Imperiums zu überwachen. Er wurde von seinen Kollegen als jemand geachtet, der mit einem einzigen Wort ihr Schicksal besiegeln konnte. Ergo ein sehr, sehr wichtiger Mann. Mensch, wie alt das alles schon ist, ne? Wenn man so die Geschichte zurückgeht. Also jetzt auch hier die Post und die Stasi, ne? In welchen frühen Jahren das angefangen hat. Aber gut, dass es Spione gab, das war ja... Ist ja klar, ne? Genau, wir gehen mal hier oben über den Balkon. Ja, wir haben so leichte Startschwierigkeiten. Ach, Herrgott, noch eins. Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Wir haben hier auch keine weiteren Wachen. Wir haben hier noch eine Kiste. Oh, lecker, lecker. Keine Wachen auf dem Dach. Das wird ein Kükenspiel. Also wir können die Wörter jetzt, die ich gesagt habe, so auslegen oder so auslegen, ne?
Das ist, rein theoretisch ist das eine Interpretationsfrage. Ich habe natürlich gemeint, ganz oben auf dem Dach, da ist keine Wache, ne? Ganz oben nicht, da. Da so, da, wo die Kuppen sind. Gut, also wir haben schon mal zwei Wachen alarmiert, dass die auf jeden Fall Besuch kriegen. Sehr schön. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mit dem hier arbeiten. Okay, die beiden sind drinne. Ich würde auch gerne mal so einen richtig geilen Move machen, so von oben. Ich weiß gar nicht, haben wir das, dass wenn wir von oben runterspringen und mit den Messern zielen, diese Zeitlupe? Sind wir schon so weit? Ah, das ist hier drunter, ne? Da würden wir zu weit springen. Hier leider auch. Okay, das müssen wir, glaube ich, an einer anderen Stelle mal ausprobieren. Hier werden wir das nicht hinkriegen. Aber ich hätte mal so einen richtig... Also ich habe so einen richtig geilen Move im Kopf. Aber den können wir hier leider nicht machen. Aber wir schauen mal. Du... Du hast meinen letzten Becher Dattelsaft getrunken. Gib's doch zu. Oh, ich dachte, wir können da richtig, Ja gut, können wir eben nicht. Oh, einmal über den Tresen gezogen, den guten. Ja, die nehmen wir auch gleich weg. Und zack. Gut, da holen wir uns noch das Messer wieder. Sehr schön. Er ist ja auch nicht so gut bewacht hier, ne? Die anderen sind alle unten. Gesundheit ist voll. Hier drin war auch nichts weiter, ne? Das kommt vom Fenster. Ich denke, was sind das für Punkte? Was kann ich da machen? Vanishing! So. Das ist der einzige auf der Ebene. Ja, wunderbar. Drei Bauteile. Stahlbarren und Leder. Ich müsste echt mal zum Schmied, ne? Oh, hier können wir auch noch ein bisschen was einstecken. So, jetzt testen wir mal. Ja, ich hab's. Hier muss es Briefe aus jedem Winkel des Kalifats geben. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Der springt hier immer irgendwo rauf. Okay. Das war nix. Der Weg war zu kurz. Ich habe keine Ausdauer. Was für große Augen der gemacht hat. Oh, haben wir noch irgendwas alarmiert? Nee, ne? Denn durchstöbern wir mal fremde Post. Doch, einer ist noch hier, aber der ist draußen, ne? Okay, die Tür geht nicht auf. Also es wäre die eine Tür, die ist aber von innen verschlossen. Die ist von innen verschlossen. Und hier ist ein bisschen Post. Nachricht zu überfälliger Zahlung.
Bitte beachte, dass deine Zahlung von 15 Dananir überfällig und bis zum 20. Safar gesendet werden muss. Ansonsten wird eine zusätzliche Strafgebühr erhoben. Bitte beachte, dass deine Zahlung von 15 Dananir überfällig ist und bis zum... Nein. Das war scheinbar nicht. Glückspilz, sagt er. Brief eines Verehrers. Liebster Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase. Fruchtbar und üppig, deine Worte sind Balsam auf meiner geschundenen Seele. Bitte sag mir, dass du dasselbe fühlst. Liebste Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase. Fruchtbar und... ekelhaft. Liebe? Ist das ekelhaft. Widerliche Schandworte. Drohbrief. Oh. Du tanzt und spottest zum niederen Vergnügen deiner Herren und ebnest ihnen den Weg ins Verderben. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Sehr freundlich. Der Nächste. Ja, es ist nicht so die Fanpost, die man wahrscheinlich hören möchte oder lesen möchte. Ein seltsamer Brief. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Attalab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Schlechte Dichtkunst? Beides? Arib könnte Athalab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Ja. Denn letztendlich schreibt der Orden ja auch immer ein Rätsel, ne? So, damit haben wir die Nahrung wieder voll. Dann gehen wir doch einmal zu dem Garten und hören uns an, was Arib so zu sagen hat. Ich gehe in den Garten, überreiche Athalab ihren Brief und folge ihr dann. Jetzt nennen wir sie Athalab. Wir folgen ihr unauffällig. Da bin ich gut drin. So, ich habe hier noch nie so ein Gerüst zum Einstürzen gebracht. Ja. Alle drei Schaden. Also ich war mir ziemlich sicher, dass die zum Orden gehören. Ne? Die Desynchronisierung, die finde ich jetzt ein bisschen ungerecht. Also bin ich early, ne? Es ist jetzt nicht in Ordnung. Bevor ich zum Garten gehe, vielleicht ein Fahndungslevel senken? Fragezeichen? Diese komischen Zettel hängen überall in der Stadt, aber ich finde die nicht. Nächste Woche habe ich Dienst am Kasten. Ob ich, wenn ich in einen anderen Stadtbezirk gehe... Ne, das Fahndungslevel verliere ich ja deswegen nicht, ne? Gehört ja quasi alles den gleichen Kalifen. Dabei habe ich nie was Schlimmes getan. Rechtschaffen bin ich. Na gut, wir gehen doch zur Vorlesung. Bis ich hier ein Plakat finde, da ist die Folge vorbei. Am besten bleibe ich im Schatten. Hab ein Plakat gefunden. Ha. So. Dann gehen wir mal gucken, was Athalab so zu sagen hat. Tobe wie das Meer. Ich versüße dein Sturm. Brenne wie die Wüste. Ich bade in der Glut. Beiß zu wie die Kobra. Doch in mein Herz fest. Steig auf wie die Taube. Komm in mein Nest. Das haben wir auch schon ein paar Mal gelesen. Du auch ruhst, dort ruhe ich.
Verlasse sogleich, seist du Meer, Wüste, Kobra, Taube. In jeder Gestalt umarme ich dich. Hört, hört. Hallo, kennen wir uns? Noch nicht. Komm, sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Hab ich selbst geschrieben. Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und tölpelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Na, na, na. Komm, Arib. Lass meine Mutter aus dem Spiel. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte und hässlich. Mir Waffen was? Genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Packt sie! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Ernsthaft jetzt? Das klingt mir nicht ganz nett zu sein. Au. Keine Ausdauer. Au. Ich hab... So, jetzt reicht's. Hinfort mit dir! Arib ist zu ihrem Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Ja, toll. Der Brief befahl Athalab, den Garten zu verlassen und der Maus zu folgen. Und ich habe wieder ein Fahndungslevel. Nicht entwischt. Das ist so frech. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das Poster abgerissen habe. Ach, hier muss ich lang. Folge den Mäusebildern? Oh, ja, wow. Wie weit wird der Fuchs fliehen? Sieht aus wie ein Karnickel. Also wirklich eine Maus? Ich weiß ja nicht. Lass die nicht entwischen. Halte diesen Mörder auf. Halten Sabbel. Also, nachts ist das jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich muss noch mal meditieren. Ich finde schon nicht die Fahndungsplakate. Wie soll ich jetzt eine dreckige Wand finden? So. Das noch im Dunkeln. Okay, folge den Mäusebildern. Also das eine hier hatten wir. Das sollte ja dann rein theoretisch hier entlang zeigen, ne? Aber... Was? Wo? Ich habe fürchterliche Geschichten über diesen Mann gehört. Hä? Der zeigt mir hier die ganze Zeit dieses Bild an. Soll ich hochgehen? Komm mal her. Ja. Oh, du bist eine ganz liebe Katze, ne? Ja, feines Tier. Jetzt geh weg. Da
das wird es nicht sein. Aber wenn ich zu weit hier nach vorne gehe, zeigt er mir hier wieder... Aber... Wenn das jetzt nicht hier oben ist... Oder geht die Maus hier lang? Mit solchem Abschaum rede ich gar nicht. Das habe ich doch schon gesehen. Aber wo ist das nächste? Und was ist hier passiert? Hier dieses Treppensymbol, ne? Hat das was zu sagen? Ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier falsch. Aber hier ist ein geheimer Eingang. Das ist nett zu wissen. Okay, also der will die ganze Zeit, dass ich hier vorne hingehe, aber wieso? Folge den Mäusebildern. Das heißt, ich müsste ja rein theoretisch... Der zeigt ja eigentlich hier hin, ne? Ich verstehe nur nicht, warum er mir jetzt diesen Geheimgang anzeigt. Gehört das doch dazu? Wieder eine gemalte Maus. Oh. Hier. Und hier ist noch eine. Sind die alle so dicht? Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Warte mal, und die zeigt ja hier hin, ne? Geh mal weg da. Ich muss die loswerden. So. Aber ich kann hier keine Bilder mehr sehen. Oder wir laufen um das Gebäude. Hier die. Hier war ja die Maus dran. Ne? Hier bist du nicht. Aber ich finde dich. Hm. Westlich von Kinasurin bei einem griechischen Überfall eingekesselt war. Da hat mich ein Pfeil erwischt. Eine Kiste. Fleischwunde, aber eine schlimme Narbe, wie du weißt. Nur etwas weiter links, rechts. Noch ein Rotkrumm an der Wand. Oh mein Gott. Jetzt muss ich hier noch einen Esel schubsen. Der Eselschubser von Bagdad. Mal schauen. Der sagt immer noch hier hinten. Aber wenn die läuft ja hier lang. Ach, hier rein, ne? Hier ist noch eine. Dann gehe ich davon aus, hier. Boah, ist die verschmiert. Könnt die hier hin zeigen? Ich guck mal.
jetzt hier so nix. Nee, das war's nicht. Was soll das nach oben? Ah, hier. Okay, und jetzt soll ich nach hier hinten. Aber das ist die Maus. Das heißt, hier nach oben. Nach oben sollen wir nicht. Okay, also unser Hinweis sagt, wir sollen da lang. Und der sagt hier lang. Ja, aber die haben wir doch schon gesehen. Was willst du denn jetzt noch von mir? Also die haben wir auf jeden Fall. Wieso er die ganze Zeit anzeigt, das weiß ich nicht. Weil wir haben ja hier die nächste. Wir kommen da oben nicht rein. Hier will er die ganze Zeit hin. Wir ignorieren das einfach mal kurz. So, hier hätten wir die nächste. Aber die zeigt ja auch in die Richtung, wo wir hergekommen sind, ne? Die eine zeigt hierhin, die andere zeigt zurück. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass hier oben vielleicht noch irgendwo eine ist. Hier ist keine, ne? Das ist ja alles ganz schön skurril hier vorne. Der will die ganze Zeit zurück. Zeigt hier hin. Hier kann ich nicht rein. Okay, hier hätten wir auch eine Maus. Was glaubst? Ah. Du solltest ihn vor das Mausoleumgericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist. Unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen.
Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Zara. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Okay, das sind scheinbar die Informationen, die wir haben wollten. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. Ich weiß genug über meine 3 Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Was? Was wissen wir denn schon? Also ich weiß jetzt nicht so viel wie er. Das finde ich jetzt skurril, okay. Na gut, Basim ist sehr gut im Kombinieren. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was er meint mit ich weiß genug über meine... Almosen. Verdächtigen. Kam auf das Wort Almosen. Verdächtige nicht. Mensch, wir haben schon so lange kaum Leute beklaut, ne? Die sehen alle nicht so reich aus. Die haben bestimmt hart für ihr ganzes Geld gearbeitet. Ein Rubin? Ja, man sollte ein Buch nie nach seinem Äußeren bewerten, ne? Nicht schlecht. Da, ihr Mistplage. Misch da gleich mit, du. Wer hat hier Angst? Oh. Hi. Oh. Die gibt es wirklich. Hat mir aus 30 Meilen Entfernung die Hälfte meiner Zähne weggebracht. Kriegen wir die Ganoven hier in der stille Ecke gelockt? Ups, das wollte ich gar nicht machen. Nicht jetzt. Oh, das ist sowas von unpassend. Ich brauch doch Roshans Rat. Ey, ihr könnt euch untereinander prügeln, ja? Musik. Da habe ich aber ein nicht so schönes Schicksal vor mir. So. Wir verbinden das gleich mit dem Weg zu Roshan. Die weise Tante, die wird uns schon sagen, was richtig ist. Aber gut abgerollt, oder? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich so leid. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Kannst du eh nicht lesen. Geh weg da, du Penner. So. Mal schauen. Wir müssen... Wir sind schon zu weit. Weg, weg. Ey, sitze mitten im Weg, diese Plagen, ne? Oh, ich freue mich schon, wenn ich mal ein alter Opa bin. So richtig senil, nur am Motzen. War voll schön. Und keiner kann es mir übel nehmen. Ich bin einfach dieser komische, seltsame Kerl. Wenn nicht, ist deine Arbeit noch nicht getan. Ach, Roshan, wenn du wüsstest, was ich alles weiß, ne? Ich habe kombiniert und investigiert und... Spionage betrieben beim Mord missbrauchen lassen, also mich.
Für einen Mord. So, aber was Roshan zu dem Ganzen sagt und wer jetzt wirklich der Kopf der Schlange ist, das werden wir wohl in der nächsten Folge erfahren. Schaltet sehr gern wieder ein, lasst gern ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, haut rein.